Willkommen zurück zum Kurs Programmieren 2. Wir haben uns in den letzten beiden Videos mit virtuellen Methoden auseinandergesetzt und in diesem Video gibt es eben noch den Zusatz, wie kann ich denn eigentlich die Funktionalität von virtuellen Methoden bloß erweitern, ohne dass ich sie komplett ersetze. Und dazu bauen wir uns eben eine neue Klasse. Und diese Klasse nennen wir Gehaltsrechner. Was möchte ich mit dieser Klasse erreichen? Mit dieser möchte ich eben eine Gehaltsberechnung vorführen. Ich mache diese Funktion innerhalb des Gehaltsrechners, die eben eine Gehaltserhöhung berechnet. Diese mache ich virtuell. Und ich lasse mir eine Instanz einer Klasse Mitarbeiter geben, die eben wie folgt ausschaut. Ich nutze hier Konstanten in diesem Fall, obwohl man das in richtigen Produktionscode natürlich anders lösen würde. Also nicht über hardcodierte Werte, sondern man könnte aus Konfigurationsdateien beispielsweise die möglichen Werte für diese Mitarbeitertypen oder dieses Verhältnis zum Unternehmen kennzeichnen. Aber ich mache das hier der Einfachheit halber eben damit, weil wir auch noch gar nicht wissen, zumindest nicht von mir, wie man auf Dateien beispielsweise zugreift oder auf Datenbanken. So. Wir haben hier eben drei Konstanten für das sogenannte Mitarbeiterverhältnis, Entschuldigung, festgelegt und jeder Mitarbeiter hat natürlich einen Namen und ein Mitarbeiterverhältnis und das ist immer ein aktuelles Gehalt. Wie gesagt, diese Mitarbeiterklasse würde man in tatsächlichen Produktionscode auch komplett anders strukturieren. Also was weiß ich, beispielsweise den Namen in Vor- und Nachname und so weiter, vielleicht Titel noch, wie man das genau haben möchte, einstellen. Das ist vielleicht so okay. Und das aktuelle Gehalt würde man vielleicht auch eher als Liste von Gehältern, die er zu bestimmten Zeitpunkten bekommen hat, definieren und nicht bloß so. Aber der Einfachheit halber wollen wir das jetzt so nutzen. Und wenn wir eben hier in dieser berechne Gehaltserhöhung Funktion sind, dann möchten wir anhand des Mitarbeiters und dessen Verhältnis zum Unternehmen eben eine bestimmte Erhöhung durchführen. Also wenn das Mitarbeiterverhältnis gleich Mitarbeiter.Management ist, dann geben wir eben hier das aktuelle Gehalt mal 0,5 zurück. So, nicht das M vergessen. Ansonsten, wenn das nicht der Fall ist, dann gehen wir eben zum Mitarbeiterverhältnis gleich. Nicht Microsoft, sondern Mitarbeiter, Teamleiter. Dem geben wir eine Gehaltserhöhung von 0,1%. Entschuldigung, nicht Prozent, von 10%. So. Und wenn das nicht der Fall ist, dann haben wir es eventuell mit einem Angestellten zu tun. Dem geben wir eben 5% mehr Gehalt. Und wenn alles nicht zutrifft, dann ziehen wir ihm, also wenn er irgendwie in einem Verhältnis ist, das wir gar nicht registriert haben, dann ziehen wir ihm mal vorsichtshalber 20% vom Lohn ab. So. Bitte. Ich gebe zu bedenken, dass das ironisch und sarkastisch gemeint ist.
Anyway, wir haben jetzt hier eine Gehaltserhöhungsfunktion geschrieben, mehr oder weniger gute, die eben jetzt eigentlich die Basisfunktionalität hier darstellt, mit dem man eben das neue Gehalt von Mitarbeitern berechnet. Was wir jetzt möchten, ist, wir würden gerne hier mitzählen, wie oft wurde innerhalb des Programmablaufs eigentlich diese Funktion aufgerufen. Und wir können uns jetzt vorstellen, diese Klasse ist irgendwie in einem Framework enthalten und wir können nicht vielleicht direkt auf ihren Code zugreifen, aber wir könnten virtuelle Methoden nutzen, um eben die Funktionalität der Basisklasse zu erweitern. Also wir machen jetzt hier eine abgeleitete Klasse, die nennt sich Gehaltsrechner mit Tracking. Und was machen wir hier? Wir machen eine Eigenschaft, eine automatische. Die hat einen Getter und einen Private Setter. Und wir überschreiben diese berechnete Gehaltserhöhungsfunktion. Und hier sieht man auch schon, was standardmäßig generiert wird. Dieses Base.berechne Gehaltserhöhung. Und dem übergeben wir den Mitarbeiter eben wieder. Und genau das wollen wir jetzt eben einsetzen. Das habe ich in den vorherigen Videos immer relativ schnell gelöscht, damit es nicht uns zu Kopf steigt. Aber wir schauen uns mal genau an, was hier eigentlich passiert. Also, wenn diese Funktion über diese Klasse aufgerufen wird, dann track ich eben mit in meinem Int hier, wie oft diese Funktion aufgerufen wurde. Nicht, dass ein Manager die mehrmals unter der Kante einfach selber in Bewegung bringt, um sein Gehalt in die Höhe zu treiben, sondern wir nutzen hier aber jetzt eben diesen Integer, um zu sehen, wie oft wurde das eingesetzt. Und jetzt ist eigentlich interessant, was hier bei diesem Aufruf passiert. Mit dieser Base-Referenz, also eigentlich ist es nicht genau eine Referenz, nennen wir mal dieses Base-Schlüsselwort, kann ich auf die API der Basisklasse, von der ich ableite, eingehen. Das heißt, wenn ich hier mit Base diese Funktion auslöse, dann lande ich tatsächlich hier oben in dieser virtuellen Methodenimplementierung, auch wenn ich sie hier letztendlich überschrieben habe. Aber was ermöglicht mir dieses? Nun, ich kann in meiner überschriebenen Methode eben diese Basisimplementierung aufrufen und ich kann davor beliebige Statements machen zur Erweiterung und danach beliebige Statements zur Erweiterung. Und das, was ich zur Verfügung habe, ist eben alles, was mir die Basisklasse bietet. Und in diesem Fall hier beispielsweise auch den Parameter. Was ich hier auch noch machen könnte, wobei es dann wieder mit dem Namen der Klasse nicht übereinstimmt, ich könnte mir beispielsweise hier diesen Gehalt eben in einer Variable erstmal kurz speichern. Und dann könnte ich nochmal überprüfen, ist mein Mitarbeiter im Management zuständig? Und wenn ja, dann kann ich das Gehalt ja nochmals erhöhen. Was weiß ich, 0,7, wenn wir schon dabei sind. Und erst dann gebe ich den nochmal zurück. Also man kann in diesen Funktionen letztendlich dann noch beliebige Anweisungen machen, wenn ich das hier jetzt nicht möchte, um die Funktionalität der Basisklasse zu erweitern, ohne dass ich genau wissen muss, was hier eigentlich in dieser Funktion passiert. Ich rufe sie einfach auf mit eben der Base-Referenz oder diesem Base-Schlüsselwort und damit kann ich eben dann auf die Implementierung der Basisklasse zugreifen. Wichtig ist, das habe ich jetzt hier nicht gezeigt, ich mache einfach nochmal hier. Also es gilt jetzt hier nicht die Einschränkung, dass ich mit Base innerhalb dieser überschriebenen Methode nur auf diese
Basisimplementierung zugreifen könnte. Ich kann mit Base wirklich auf alle verschiedenen Möglichkeiten, die oder alle Mitglieder, die mir die Basisklasse bietet, zugreifen. Das ist überhaupt kein Problem, wie man hier sieht. Also ich habe ja auch die Zahl, die ich irgendwie auslesen könnte, diese Eigenschaft, die ich gerade sinnloserweise hier erstellt habe. Also nicht, dass jetzt der Eindruck erweckt wird, dass man über Base nur dann auf die überschriebene Methode oder die Implementierung der Basisklasse zurückgreifen könnte. Das ist natürlich nicht der Fall. Üblicherweise macht man das aber genau hier. Wenn man eben Klassen baut, die sehr stark auf Vererbungen setzen und man eben Vererbungen einsetzt, um bestimmte Funktionalitäten zu erweitern, dann sieht man dieses Konstrukt mit Base. Rechne das aus oder nutze diese Basisimplementierung hier. Genau. Dieses Base muss man hier explizit angeben. Ähnlich wie beim This-Schlüsselwort ist es aber auch genauso, wenn ich hier einfach Zahl angebe, dann... Achso, ich habe es ja wieder weggenommen. Also wir haben jetzt hier Zahl und wir könnten das eben hier in einer Variable speichern. Dann wird hier implizit auch dieses Base gesetzt, wie man hier sieht, aber eben vom Compiler, und man sieht schon an meinem Code-Unterstützungstool, dass es nicht notwendig ist. Letztendlich kann man dieses Base-Schlüsselwort wie das This-Schlüsselwort sehen, bloß dass man eben auf die Mitglieder der Basisklasse zugreift. Und wenn der Bezeichner hier wie bei Zahl eben eindeutig ist, dann muss man Base nicht angeben. Allerdings ist es halt hier eben notwendig, weil wir in unserem Klassenscope hier bei Klasse Gehaltsrechner mit Tracking eben auch diese Funktion definiert haben, weil wir sie ja überschreiben. Und deswegen würde, wenn ich das Base hier wegnehme, letztendlich ein rekursiver Aufruf folgen auf mich selbst. So lande ich aber eben in dieser Implementierung hier oben. Ja, so viel zum Base-Schlüsselwort. Und zur Erweiterung von virtuellen Methoden in Subklassen. Das ist nicht das Gelbe vom Ei, sage ich Ihnen gleich. Wie auch schon in einem der vorherigen Videos erwähnt, sollte man eher Komposition statt hier eben die Vererbung mit virtuellen Methoden einsetzen, um Funktionalität von bestimmten Klassen zu erweitern. Komposition ist wesentlich flexibler, auch wenn ich es jetzt in diesem Video nicht zeigen kann. Ich will Ihnen aber mitteilen, dass das geht. Einige Frameworks setzen auf diese Funktionalität. Ich würde dazu aber standardmäßig abraten. Aber es kann eben sein, dass man mit diesen Frameworks, beispielsweise Windows Presentation Foundation, in Berührung kommt. Und dann muss man eben wissen, wie man dort Klassen durch Vererbung, durch Überschreiben erweitert. Ohne dass man deren Implementierung genau kennt, indem man einfach über die Base-Referenz die entsprechende Funktion der Basisklasse aufruft. Ja, ich sage vielen Dank fürs Zuschauen und im nächsten Video schauen wir uns dann abstrakte Methoden und abstrakte Klassen an. Vielen Dank, bis bald.